Heute gibt es mal nicht ein normales Trading-Video, sondern mal was ganz Spezielles. Und zwar möchten wir heute drei große YouTuber finden, die schon mal Trading gemacht haben. Und da ist vielleicht der ein oder andere dabei, von dem ihr das vielleicht nicht erwartet hättet. Wir beginnen jetzt direkt mal mit dem ersten YouTuber. So, gucken wir mal rein. Das ist nämlich der gute alte Stefan von viel FIFA. Also René und Stefan haben anscheinend auch mal Trading gemacht. Die haben zwar nicht so viel gemacht, aber wir gucken uns mal das erste Video an. Was geht ab, Freunde? Euer Stefan hier und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Das erste Mal ein Trading-Video mit hilfreichen Tricks und Tipps. Das ist so der erste Trading-Tipp gewesen von viel FIFA und zwar in FIFA 15. Er kommt hier ganz normal mit dem Fitness-Trading rein auf jeden Fall. Nicer Tipp. Kann man auf jeden Fall so machen. Also viel FIFA hier mit den Trading-Tipps. 12.000 FIFA-Points, dennoch Trading-Tipps. Nice. Wer von euch hat gedacht, dass viel FIFA schon mal getradet hat? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss zu meiner Person sagen, ich hab's mir nicht gedacht, ja. Ich dachte viel FIFA immer nur Wager, Wager, Pink Slips, Wager, Pink Slips und so weiter und so fort. Aber viel FIFA hat auch einmal schon getradet. Der erste YouTube-Kanal, der mal getradet hat, war also viel FIFA. Und jetzt kommen wir zum zweiten Channel. Und hier geht es um zwei YouTuber, die einen Kanal haben. Und es ist nicht Miguel Pablo, weil der hat nur einen Kanal. Piu, 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 piu. Sorry, sorry Jungs, sorry. Bitte, sorry. Ne, auf jeden Fall geht es hier um FIFA Gold United. Die haben getradet, die haben richtig, richtig viel getradet. Die haben ganz, ganz, ganz viel getradet. Die haben eine richtige Serie noch dazu gebracht und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins Video. Heftiges Intro ist auf jeden Fall da. Ist da. Also was ich erstmal sagen muss, ist, dass das Video einfach mega geil designt ist. Also das war FIFA 13, glaube ich, und dafür schon so ein cooles Design. Das ist schon richtig fresh. Also das ist so eine Serie, wo sie sich mit 500 Coins einfach hochtraden wollen. Und ich muss sagen, damals war ich noch nicht so aktiv auf YouTube, deswegen kannte ich das auch einfach nicht. Aber ich denke mal, wenn ich damals schon FIFA-Videos geschaut hätte, dann hätte ich 100 Pro diese Serie gesehen. Weil das ist einfach richtig cool. Das steht hier unten, was sie an Tag 1, Tag 2 und so machen. Also wie viele Coins. Also von dem her finde ich das schon richtig cool, wie die das auf jeden Fall aufgebaut haben. Ja, das war auf jeden Fall FIFA Gold United. Die haben sehr, sehr viel getradet. Und jetzt kommt noch ein letzter Channel, also der dritte Channel und dieser Channel wird diesmal wirklich von einer Person geführt. Und zwar hat mir diese Person schon mal 5 Euro im Stream gespendet. Ja, ihr habt richtig gehört. Auf jeden Fall ist diese Person Benji von No Hands Gaming. Das Video kommt auf jeden Fall aus FIFA 16, das heißt, er hat in FIFA 16 getradet. Und erstmal gönnen wir uns jetzt die Begrüßung. Yo, servus Leute, was geht ab? Willkommen hier zurück auf No Hands Gaming oder auch was Gucci, wie ihr es gerne haben möchtet. Yo, Benji hat einfach eine Zahnlücke. Nice. Also jetzt fragt ihr euch vielleicht, was für ein Trading-Tipp war das? Das war einfach nur der überteuerte Verkaufen-Trading-Tipp. Wieso zur Hölle habe ich Walcott für 5.000 verkauft? Der Junge ist doch nur 3.900 Coins oder so wert. So, das war also No Hand Gaming, also Benji mit einem Trading-Tipp. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie es euch so gefallen hat. Wenn ihr das öfter sehen wollt, könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, falls ihr vielleicht einen zweiten Teil haben wollt, auch gerne mal in die Kommentare. Und das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. In der Beschreibung sind noch ein paar Sachen verlinkt. Könnt ihr abchecken, müsst ihr aber nicht. Jo, und dann war es das jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars. Pssch.